Guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu einem Spiel mit hochinteressanter Ausgangslage. Auf der einen Seite also die Kapfenberger. Der Aufsteiger, der kommt hierher ins Hanapi-Stadion, hat eigentlich nichts zu verlieren. Auf der anderen Seite Rapid. Drei Tage nach dieser peinlichen 0:3-Schlappe auf Zypern gegen Anorthosis Famagusta. Und man merkt ganz deutlich bei den Spielern, bei den Fans, auch bei den Funktionären, wenn es der Präsident auch anders dargestellt hat, es kribbelt, die Stimmung ist angespannt bei den Rapidlern. Alles ist schon fokussiert auf dieses Rückspiel am kommenden Mittwoch gegen die Zyprioten. Und in dieser Situation kommt eben heute der Kapfenberger Sportverein, der in der Vorwoche doch überzeugt hat beim 1:1 zu Hause gegen Vizemeister Salzburg. Bei Rapid ist also heute Rehabilitation angesagt für diese 0:3-Niederlage am vergangenen Mittwoch. Und gegenüber dieser Niederlage auf Zypern gibt es auch nur eine Veränderung. Jimmy Hoffer nicht dabei wegen seiner Schulterverletzung. Ein Einsatz im Rückspiel am kommenden Mittwoch sollte aber dann kein Problem sein. An seiner Stelle stürmt also Nikica Jelavic heute neben Stefan Meierhof. Ansonsten hält Peter Parkult an den Versagern von Larnaca fest. Er halten auch offensichtlich im Formtief befindliche Akteure wie etwa Markus Katzer oder Stefan Kulowitz die Chance, sich zu rehabilitieren. Branko Boskovic, der fehlt wie am Mittwoch verletzungsbedingt. Ja, nach der Europacup-Niederlage heißt das Motto also für die Rapid-Spieler und auch für die Fans jetzt erst recht. Das Hanapi-Stadion ist fast voll und auch für das Rückspiel gegen Anorthosis Famagusta sind bereits 7000 Karten weg. Das gibt es auch nur in Hütteldorf. Kapfenberg, wie gesagt, wenige Tage nach diesem 1:1 gegen Salzburg heute also im Hanapi-Stadion. Starke Leistung gezeigt hat die Mannschaft von Werner Gregoritsch. Deshalb gibt es auch beim Aufsteiger nur eine personelle Veränderung, weil Robert Schelander gesperrt ist. Der hat ja gegen Salzburg gelb-rot gesehen. Beginnt Patrick Osojnik links in der Viererkette. Er heute in seinem bereits 50. Bundesligaspiel. Die meisten hat er allerdings für die Admira absolviert. Die Kapfenberger mit einem 4-4-1-1-System. Nur eine echte Sturmspitze Kozelski, David Senscher, der Torschütze gegen Salzburg dahinter. Da kommen die beiden Mannschaften, angeführt vom Schiedsrichter von Robert Schergenhofer aus Baden-Württemberg. Schergenhofer, 35 Jahre alt, seit 2007 FIFA-Schiedsrichter. Und er pfeift heute erstmals ein Heimspiel von Rapid. Rapid kann heute mit einem Sieg zumindest bis morgen die Tabellenführung übernehmen. Kapfenberg hält nach 4 Spielen bei 2 Unentschieden und 2 Niederlagen, hat also noch nicht begonnen. Die beiden Kapitäne, Dominik Taboga rechts, Steffen Hofmann links. Also Dominik Taboga hat die Platzwahl gewonnen und Kapfenberg darf damit die Seiten wechseln. Bei Rapid heute auf der Bank wieder einmal Christian Thonhofer. Stark gespielt in Mattersburg, nicht gespielt von Anfang an auf Zypern. Und ebenfalls heute auf der Bank Christopher Drazan, zum zweiten Mal in der Bundesliga. Hat noch nicht gespielt, der Sohn des ehemaligen SC Eisenstadt-Spielers Fritz Drazan, der also nicht wie sein Vater bei den Violetten groß geworden ist, sondern jetzt für Rapid spielen möchte. Peter Parkult mit letzten Anweisungen an Markus Katzer. Da gibt es also noch einiges zu besprechen. Markus Katzer, einige haben heute Christian Thonhofer auf seiner Sion erwartet, aber vielleicht fängt sich der Nationalspieler heute gegen Kapfenberg und es geht wieder bergauf mit seiner Form.
Müller, dann Lindl im Zusammenspiel mit Linhardt. Einwurf Kapfenberg. Foulspiel von Arno Kozelski an Jürgen Patuka. Gegen Akoto. Dann holt sich Kavlak den Ball. Heikkinen. Kein Foul. Kozelski. Erstmals die Kapfenberger über die linke Offensivseite. David Senčar gegen Jürgen Patoka. Nur zweiter Sieger. Wieder Lindl. Etwas zu steil dieser Ball für Markus Welfalik. Werner Gregoritsch hat schon einmal im Hanapi-Stadion 4:0 gewonnen, damals mit dem GAK. Was ist heute drin? Mit dem Aufsteiger, mit dem KSV Superfan. Als Nikita Jelavic, kein Foul. Wieder Senčar, zu steil für Kozelski. Deutlich zu sehen, dass die Kapfenberger offensichtlich das Rezept mitbekommen haben, hier sich selbst etwas zu trauen und relativ früh die Rapidler zu attackieren, im Spielaufbau zu stören. Tokic gegen Kozelski, wieder Foul. Des Kapfenberger Stürmers. Missverständnis zwischen Taboga und Akoto und dann kommt Martin Eisel rechtzeitig aus seinem Kasten raus. Der Kapfenberger Goalie, der ja Kamil Susko verdrängt hat und hat seinen Einsatz in der Vorwoche gegen Salzburg auch mit einigen tollen Paraden gerechtfertigt. Aus diesem Mal David Senčar an Stefan Kulowitsch und jetzt gibt es nach 3,5 Minuten die erste gelbe Karte in diesem Spiel. Ein klares Zeichen von Schiedsrichter Schörgenhofer an die Kapfenberger, sich hier etwas zurückzuhalten. Denn eines ist klar, die Kapfenberger haben mit Sicherheit heute auf den Weg mitbekommen, hier leidenschaftlich und auch aggressiv ans Werk zu gehen. Mal so ein Ball hinein in den Strafraum, Fehler Eisel. Und dann kommt Meierhofer, nicht an den Ball. Beinahe die erste tolle Chance für Rapid. Hofmann, keiner Zeit, Jelavic und Eisel. Nikita Jelavic mit der großen Möglichkeit, Rapid in der 5. Minute in Führung zu bringen. Herrlich freigespielt hier von Steffen Hofmann, kein Abseits, Akoto ganz deutlich hinten. Und dann hat Jelavic ja eigentlich alle Zeit der Welt, um erfolgreich abzuschließen. Noch einmal die Situation. Eisel wird da unterlaufen von Rauscher. Meierhofer kommt aber nicht an den Ball. Aus dieser Szene hat sich allerdings dann die erste Torchance für Rapid ergeben. Nikita Jelavic, heute wie gesagt erstmals von Beginn an bei Rapid im Einsatz, ist ja im Sommer aus Belgien gekommen, von Sylte Varichem, kommt aus der Nachwuchsschule von Hajduk-Split. Dass er kein Goalgetter ist, das hat Hans Krankl ja schon vermutet.
Oblak rufen an. Guter Pass auf Katzer, kein Abseits. Und Stefan Meierhofer. Gute Aktion von Katzer, auch hier deutlich zu sehen, kein Abseits. Die Kapfenberger Innenverteidiger rücken da nicht rechtzeitig raus. Und dann Meierhofer mit viel Wucht, aber doch deutlich übers Tor geköpfelt. Hohe Bälle hinein in den Strafraum, das ist offensichtlich heute auch das Rezept von Rapid. Kein Wunder, Jelavic und Meierhofer sind gemeinsam 3,90 Meter groß. Kozelski gegen Patoka. Und der Stürmer des KSV holt da im Duell mit dem Rapid-Verteidiger einen Einwurf für sein Team raus. Kleine Streitigkeiten im Strafraum zwischen Erika Koto und Rapid-Goli Georg Koch. Klare Anweisung von Schiedsrichter Schörgenhofer, Ruhe da. Einwurf von Dominik Daboga, genau auf den Rapid-Goli. Also auch Einwürfe können manchmal abreißen. Wieder das Duell Lakoto gegen Meierhofer. Meierhofer geht zu Boden, wurde da offensichtlich von Lakoto getroffen. Steht aber schon wieder. Hofmann auf Meierhofer. Posaunik hat aufgepasst. Markus Felfer auf David Zentscher. Foulspiel von Andreas Dober, bin ich mir nicht so sicher, sind beide hier zum Ball gegangen. Stoß für die Kapfenberger, ausgeführt von Andreas Lienhardt. Der Ball kommt weit hoch und Georg Koch verschätzt sich da völlig. Riesenglück für den Rapid-Goli. Hat er überhaupt nicht reagiert und der Ball senkt sich hinter ihm beinahe ins Tor. Der Freistoß von Lienhardt wird immer länger und länger. Achten Sie auf Koch. Der denkt, der Ball geht deutlich am Tor vorbei, tut aber nicht. Von der Latte oder von der Oberkante der Stange springt der Ball zurück ins Feld. Beinahe die Führung für die Steirer. Und jetzt Steffen Hofmann mit viel Tempo vorbei an Rauscher und dann kommt Patrick Osojnik. Mit viel Wucht, mit viel Tempo und kehrt zum Eckball. Andreas Rauscher angeschlagen nach diesem Duell mit dem Rapid-Kapitän. Steffen Hofmann ist hier sehr energisch in diesen Zweikampf mit dem Kapfenberger Innenverteidiger gegangen. Kulowitz schießt der Bug an. Heikkinen. Hofmann. Wieder der hohe Ball rein. Beinahe wäre
Markus Katzer an den Ball gekommen. Aber Andi Lienhardt hat aufgepasst. Zweiter Eckball für Rapid. Der bringt den Ball aber nicht unter Kontrolle. Durchaus flotte, interessante Partie im Hanapi-Stadion. Nach knapp 12 Minuten gab es Chancen auf beiden Seiten. Fehler Akoto. Serviert der Meierhofer den Ball. Ein typischer Akoto-Fehler. Hofmann und Danielavic hält sich da an Andreas Rauscher fest. Steht in Ordnung, diese Entscheidung von Schiedsrichter Schördenhofer. Da wäre es beinahe eng geworden für die Kapfenberger nach diesem Fehler von Erik Akoto, der ja in der Vorwoche ein glänzendes Debüt im KSV-Trikot gezeigt hat. Stark gespielt hat, während hier Niki Zajelavic kurz zu Boden geht. Vor allem das Zweikampfverhalten von Akoto war großartig, aber in dieser Szene hat er wieder gezeigt, dass auch Bruder Leichtfuß sein kann. Gegen Patrick Sosoenik. Kommt da mit viel Tempo, mit viel Wucht und säbelt den Rapid-Kapitän um. Immer wieder diese viele lange Bälle bei Rapid. Das Mittelfeld wird überbrückt bzw. überspielt. Aber wirklich gefährlich war Rapid immer dann, wenn es über die Seiten gegangen ist. Erinnern Sie sich nur an diese Flanke von Katz und den Kopfball von Meierhofer. Patoka gegen Kozelski, kein Foul. Für Steffen Hofmann viel Platz, um zu schießen und um zu treffen. 1-0 oder 4. Minute 15. Und KSV-Goalie Martin Eisel schaut bei diesem Gegentreffer gar nicht gut aus. Viel Platz für den Rapid-Kapitän. Schauen Sie mal. Das ist im Umkreis von 15 Metern überhaupt keiner. Kann er schießen, aber trotzdem muss Martin Eisel diesen Ball halten. Treffer für Rapid. Zweiter Saisontreffer für Steffen Hofmann. Und damit führt die Mannschaft von Peter Backholz nach einer Viertelstunde mit 1-0, nach einer Viertelstunde, in der Rapid ganz klar die spielbestimmende Mannschaft war, auch zwei Möglichkeiten hatte, aber in der Kapfenberg durchaus auch gefährlich war. Jetzt Michael Lindl, der kann auch exzellent schießen, vor allem aus der Distanz. Hat einen ordentlichen linken Hammer und den hat er hier erstmals ausgepackt. Heikkinen kommt zu spät, kann den Ball nicht mehr blocken.
Also in der Vorwoche in Mattersburg ist Rapid bereits in der 5. Minute in Führung gegangen. Heute hat es 15 Minuten gedauert. Sie kennen den Endstand. Rapid siegte in Mattersburg mit 1:0. Foul von Stefan Kulowitz an Patrick Siegel. Vor Lindhardt. Kavlak. Und wieder Markus Katzer. Der, so scheint es, schön langsam, aber sicher seine Form wiederfindet. Sie sehen es eingeblendet. Deutliches Übergewicht für Rapid. Und wieder Steffen Hofmann. Jelavic und Dober sind sich da nicht einig, wer zum Ball geht, und dann das Foul an Markus Felfanik. Freistoß für die Kapfenberg. Auf Kavlak. Topoga rasiert den Ball und deshalb gibt es einen Wurf für Rapid. Wieder Markus Katzer gegen Andi Lindhardt. Wieder gute Flanke. Und diesmal Einzel ganz sicher vor Jelavic. Martin Eisel gegen Nikica Jelavic hat in der 5. Spielminute die Rapid-Führung verhindert. Aber dann hat er beim Treffer von Steffen Hofmann mitgeholfen. Jelavic, gute Vorlage für Hofmann. Rapid-Kapitän mit unglaublich vielen Ballkontakten in den ersten knapp 20 Spielminuten. Senja, kein Handspiel. Und Katzer gewinnt den Zweikampf. Kavlak gegen Tabuka. Wenn Rapid gefährlich über die Flanken kommt, dann über die linke Seite bisher. Über Katzer und über Kavlak. Kontermöglichkeit für Arno Kozelski. Laufduell mit Markus Aikinen. Und das sind die Duelle, die der finnische Nationalspieler liegt. Felfanek auf Senja. Kozelski gegen Katzer. Und wieder einmal der Rapid-Verteidiger mit gutem Zweikampfverhalten. Erster Eckball allerdings für die Kapfenberger jetzt in der 21. Minute. Und
Andreas Lienhardt schießt den Eckball von der linken Seite. Koch verfällt und der Boga verfällt auch allerdings das Tor. Also da hat der Kapfenberger Kapitän offensichtlich nicht mehr damit gerechnet, an den Ball zu kommen. Der Ball von Lienhardt, gut geschossen, aber wieder Unsicherheit von Koch. Geht raus, kommt aber nicht an den Ball. Und hinter Meierhofer dann Dominik Taboga, da hätte er vielleicht besser den Fuß genommen. Also sicher wirkt der Rapid-Goalie heute nicht. War schon unaufmerksam bei diesem Freistoß von Andreas Lienhardt, der dann von der Stange zurück ins Feld gesprungen ist und jetzt auch bei diesem Eckball wieder von Lienhardt. Durch diesen Treffer von Steffen Hofmann führt Rapid mit 1:0. Hier haben Sie noch einmal deutlich gesehen, dass Martin Eisel diesen Ball hätte abwehren müssen. Koto gegen Jelavic. Rauscher. Fehler, Hofmann und dann das Foul. Jetzt muss die gelbe Karte her für den Kapfenberger Verteidiger. Ja, solche Fehler tun weh, vor allem wenn man auswärts gegen den Meister spielt. Technischer Fehler von Rauscher und dann muss er das Foul an Hofmann begehen und sieht dafür die gelbe Karte und ist damit früh im Spiel belastet. Rauscher per Kopf, Batoka lässt den Ball ins Aus, weil es jetzt den dritten Eckball für Rapid gibt. Schlecht geschossen dieser Eckball von Veli Kavlak, aber er bekommt gleich noch einmal die Möglichkeit, es besser zu machen. Patrick Siegel war da am Ball und jetzt darf er doch nicht zum zweiten Mal Veli Kavlak. Der nächste Eckball, Chefsache bei Rapid. Eisel mit beiden Fäusten. Jelavic noch einmal zur Mitte. Dann reklamieren die Rapidler hier Elfmeter. Markus Katzer ist da zu Boden gegangen. Hier noch einmal diese Situation. Akoto gegen Markus Katzer. Ich denke, das war nie und nimmer Elfmeter. Fairer Zweikampf zwischen Akoto und Katzer. Das war kein fairer Zweikampf. Foul an David Senča von Mario Tokic. Gut 35 Meter. Patrick Siegel versucht trotzdem mit einem Direktschuss, der allerdings von Jelavic geblockt wird. Felfanik, gute Aktion. Und dann läuft er sich fest, spielt den Ball zu spät und deshalb ist er weg.
Und da schaust du Rapid Hofmann auf Jelavic, Rauscher rechtzeitig vorausgegangen. Abseitsstellung von Arno Kozetski. Knapp aber doch der Kapfenberger Stürmer hier vorne. Akoto mit beiden Armen ausgestreckt gegen Meierhofer, war aus meiner Sicht ein klares Foul am langen Rapidstürmer. Hier stößt er ganz deutlich, hätte Freistoß für Rapid geben müssen. Hofmann auf Katzer. Und Missverständnis zwischen David Zenscher und Arno Kozelski. Von Kozelski an Patoka bereits das vierte Foulspiel von Arno Kozelski. Also der Kapfenberger Stürmer setzt sich da immer wieder energisch ein. Manchmal eben zu energisch. Stehen jetzt in dieser Phase des Spiels sehr kompakt, machen die Räume eng und gewinnen jetzt auch wesentlich mehr Zweikämpfe als in der ersten Viertelstunde. Für Rapid ist es schwierig, die Lücke zu finden. Setzt sich durch gegen Felfanek und dann verliert er doch den Zweikampf. Steffen Hoppmann aufgewühlt. Die Kritik richtet sich an Andreas Dober. Der Kapitän hat offensichtlich überhaupt nicht gefallen, dass es Dober auf eigene Faust probiert hat und den Ball nicht abgespielt hat. Jelavic. Viel zu ungenau der Pass in Richtung Markus Katzer. Markus Katzer und Steffen Hofmann, die Spieler mit den meisten Ballkontakten bei Rapid. Katzer 33 aktuell, Hofmann 34. Beeindruckend vor allem die Zweikampfbilanz von Katzer bisher. Hat 8 Zweikämpfe bestritten und die hat er alle gewonnen. Also stark verbessert. Denken Sie dann nur an seine Auftritte, zum Beispiel in Graz gegen Sturm. Oder auch in der Vorwoche in Mattersburg, als er sich kaum am Offensivspiel Rapids beteiligt hat.
Also mit dem Defensivverhalten seiner Mannschaft kann Werner Gregoritz im Großen und Ganzen zufrieden sein, mit dem Offensivspiel noch nicht, obwohl es Chancen gegeben hat. Morgen ist er zu Gast bei uns, bei Tor und Tore, genauso wie Kurt Jara ab 3:30 bei Premiere Austria. Gegen Hofmann, Heikkinen. Meierhofer. Kulowitz, aber die beiden Viererketten der Kapfenberger verschieben sich gut immer wieder zur Seite. Damit kommen die Spieler von Werner Gregoritsch dann auch immer in die Zweikämpfe. Jetzt allerdings Freistoß für Rapid. Steffen Hofmann. Aber Martin Eisel lässt sich da nicht überraschen. Jelavic geht da in Akoto hinein. Hochmotiviert der Kroate im Rapid-Dress, manchmal übermotiviert. Und in der einen Szene hat ihm einfach die Ruhe vor dem Tor gefehlt. Hat da Robert Schörgenhofer darauf aufmerksam gemacht, dass Steffen Hofmann seine Stutzen unten hatte. Ja, innere Sorgen und dem Rothschild sein Geld. Anna Kozelski ist angeschlagen, deshalb hat der Schiedsrichter jetzt die Partie unterbrochen. Mario Tokic, denke ich, hat da in all seiner Routine Kozelski hier einen mitgegeben, mit dem linken Ellbogen. Mario Tokic war am Mittwoch als Abwehrchef auf Zypern auch alles andere als sattelfest. Da hat man viele Stellungsfehler bei ihm ausgemacht. Sieht man ganz selten bei ihm, aber er ist einfach noch nicht der Alte nach den Bandscheibenproblemen. Scheint noch nicht wirklich hundertprozentig fit zu sein. Aber hier hat er Kozelski einfach auflaufen lassen. Und der ist wirklich angeschlagen, zeigt an, da war der Ellbogen dabei, wir können es nur erahnen. Aber wenn Mario Tokic hier absichtlich den Ellbogen ausgefahren hat, dann hat er es ganz geschickt gemacht. Luki Wieger im Gespräch mit dem vierten Offiziellen, mit Christian Dieter. Werner Gregoritsch ist noch ganz ruhig.
Hoffmann, auf Jelavic, nichts da. So einfach geht es nicht. Rapid kommt heute Abend nicht einfach zu Chancen. 5 Torschüsse der Kapfenberger haben wir bereits gesehen. Meister Standardsituationen natürlich erst 4 Torschüsse von Rapid. Das rührt daher, dass die Kapfenberger sehr kompakt stehen. Gut verschieben, gut in die Zweikämpfe gehen. Und manchmal gibt es dann eben auch die Möglichkeit einer Standardsituation, so wie hier. Foul an Anno Kozenski, der nach wie vor angeschlagen scheint, aber wieder da ist. Diesmal von halb rechts. Michael Lindl wird versuchen, den Ball mit dem linken Fuß Richtung Tor zu drehen. Koch wieder mit Schwierigkeiten. Und hat er Glück, dass er den Ball genau Markus Aikinen vor die Beine schubst. Pierre Koch in Mattersburg etwa war ja wirklich guter Rückhalt seiner Mannschaft. Heute hat er schon einige Probleme, einige Schwierigkeiten erkennen lassen. Noch einmal die Szene, der Freistoß von Lindl, Koch mit beiden Fäusten. Genau Richtung Elfmeterpunkt, dort stand zum Glück für Rapid Markus Aikinen. Also wenn, dann muss er den Ball rausfausten aus dem Strafraum oder eben übers Tor zum Eckball. Meierhofer gegen Akoto. In diesem Zweikampf gewinnt Akoto allerdings die meisten Zweikämpfe zwischen Akoto und Meierhofer. Die entscheidet der Rapidstürmer in dieser Partie bisher für sich. Ganz im Gegensatz zum Duell Rauscher gegen Jelavic. Da setzt sich meist der Kapfenberger Innenverteidiger durch. Mario Tokic angeschlagen. Wegen dieses Zusammenstoßes mit David Senča. Die Luft jetzt etwas raus, nicht nur aus Mario Tokic, sondern überhaupt aus dem Spiel. Rapid versucht das Spiel zu kontrollieren, macht das auch über weite Strecken, aber die Kapfenberger lassen keine Torchancen des Meisters zu. Spielen hier in der Defensive sehr geschickt und Mario Tokic muss jetzt natürlich kurz raus, um behandelt zu werden. Deutlich zu sehen, Nasenbluten bei Mario Tokic, da hat David Senča vielleicht ein bisschen den Rächer für Anno Kozenski gespielt.
verliert den Zweikampf mit Lindl und dann Arno Kozelski nach diesem Pass von Senja. Gerko. Da war sie, die Ausgleichsmöglichkeit für die Kapfenberger. Arno Kozelski, schon gegen Salzburg, hatte ja einige Möglichkeiten vergeben. Hier entscheidend, dass Lindl im Zweikampf mit Kulowitz gewinnt. Dann der tolle Pass von Senja und dann Kozelski kommt zwar zum Abschluss, schießt aber dann schlecht und so kann Koch diesen Ball, wenn auch mit Mühe, abwehren. In numerischer Unterlegenheit hat Rapid diese Chance zugelassen. Mittlerweile ist Mario Tokic wieder da und mittlerweile segelt Georg Koch wieder einmal an einem Ball vorbei. Was ist mit dem los? Ganz schlechtes Spiel des Rapid-Goals. Wirkt ungemein verunsichert. Hier, achtet hier mehr darauf, das linke Bein durchgestreckt zu lassen und erwischt damit den Ball nicht. Also überzeugend ist das bei weitem nicht, was Rapid hier zeigt. Und die Verunsicherung geht in diesem Fall vom Tormann aus. Er ist eigentlich der, der Ruhe ausstrahlen sollte, Georg Koch. Das gelingt ihm heute bisher in keiner Phase dieses Spiels. Scheint jetzt das Spiel und vor allem auch sich selbst etwas beruhigen zu müssen. Noch einmal die Flanke von Tabogan, der Rapid-Goalie vorbeisegelt. Stille von Toni Schumacher bei der WM 86. Gestrecktes Bein, aber den Ball verfehlt. Aber Toni Schumacher hat hin und wieder Gegenspieler und manchmal auch Mitspieler getroffen. Zurück ins Jahr 2008, 45. Minute, Rapid führt gegen Kapfenberg durch ein Tor von Steffen Hofmann mit 1:0 und der Kapitän jetzt auch mit diesem Freistoß. Unangenehm dieser Ball für Martin Eisel. Als 1 Minute wird nachgespielt, dann endet diese erste Hälfte, in der Markus Katzer einer der besten bei Rapid war. Er und Steffen Hofmann, die spielbestimmenden Persönlichkeiten und auch immer wieder Stefan Meyerhofer im Duell mit Erika Kotto. Und sehr oft kann sich der neue Abwehrchef der Kapfenberger nur mit einem Foul helfen. Knapp vor der Pause, eine tolle Freistoßmöglichkeit für Steffen Hofmann. Alle Kapfenberger im eigenen Strafraum und es gibt noch einen Eckball. Fünfter Eckball für Rapid. Segelt auch Eisel am Ball vorbei. Und Jelavic fällt im Strafraum, attackiert von Markus Felfernick. Und jetzt ist diese erste Spielhälfte
vorbei. Das war der Schlusspfiff von Robert Schörgenhofer, aber die eine Situation, die müssen wir uns noch anschauen. Nikita Jelavic, hier mit Sicherheit getroffen von Felfanik. Der Ball war schon weg, aber ich denke, kein elfmeterwürdiges Vergehen von Markus Felfanik, der übrigens in dieser gesamten ersten Spielhälfte nur 9 Ballkontakte hatte. Das ist eigentlich unterirdisch. Also Martin Eisel geht bereits in die Kabine. Ich glaube, Andreas Rauscher ist es, der hier noch verletzt auf dem Boden ist. Und der ja, und Dominik Daboger konnte sich über mangelnde Ballkontakte nicht beklagen. Er hatte die meisten der Kapfenberger und Dominik in Minute 22 einen fast entscheidenden, nämlich eine Riesenchance per Kopf. Ist ihnen erst nach dem Kopfball bewusst geworden, was das für ein 100%er war? Ja, es war 100%ig. Also den nehme ich auf meine Kappe, den Mussimacher. So frei komme ich, glaube ich, im Hanabi-Stadion nie wieder zum Köpfeln. Ja, aber jetzt probieren wir in der zweiten Halbzeit trotzdem noch auf das Tor zu drängen. Wir haben gesehen, wir können nach vorne spielen. Sie geben uns die Plätze und vielleicht gelingt uns ein Tor. Man steht hinten relativ solide trotzdem. Das Gegentor fällt eher unter die Kategorie billig. Sehr billig. Wir haben in Ried schon 2 Weitschuss-Tore bekommen. Wir müssen da enger Mann sein und dann auch rausschieben. Das ist heute wieder nicht gelungen. Aber so ist es. Jetzt müssen wir die zweite Halbzeit voll attackieren. Jetzt die Kulisse natürlich riesig. Hat man sich die ersten 20 Minuten davon noch ein bisschen einschüchtern lassen? Ich glaube nicht. Wir haben uns das voriges Jahr gewünscht. Wir haben um den Aufstieg gespielt. Da haben wir gesagt, wir wollen in Salzburg spielen, wir wollen im Hanabi-Stadion spielen. Was Geileres gibt es nicht, hier vor 18.000 Leuten zu spielen. Das haben wir uns gewünscht. Und ich glaube, Angst, das dürfen wir hier nicht haben. Ganz kurz noch, da hinten liegt der Kollege Andi Rauscher. Was ist passiert? Wissen Sie das? Ich glaube, da hat es einen Zusammenprall noch gegeben jetzt beim Eckball. Aber ich glaube, beim Andi wird es weitergehen. Aber er kann offensichtlich nicht selbstständig in die Kabine gehen. Bei dieser Aktion hier ist es passiert. Da kracht er mit seinem eigenen Goalie, mit Martin Eisel zusammen. Die Kapfenberger haben über weite Strecken gut gespielt, sind hart in die Zweikämpfe gegangen und haben Rapid des Öfteren auch in die Verlegenheit gebracht. Schauen Sie mal, mehr Torschüsse abgegeben von den Kapfenbergern. Eine faire Partie sehen wir im Hanabi-Stadion. Mehr Ballkontakte natürlich bei Rapid. Das liegt auch daran, dass sich die Kapfenberger immer wieder weit zurückziehen. Mehr Zweikämpfe haben auch die Rapidler gewonnen, aber die entscheidenden sehr oft die Kapfenberger. Rapid führt mit 1:0. Aber Rapid tut sich schwer. Wir haben einen starken Steffen Hofmann gesehen, auch einen starken Mann. Kapfenberg in der zweiten Spielhälfte. Nun von rechts nach links erstmals im Angriff über Michael Lindl. Vielleicht haben Sie den Platzsprecher gehört. Offizielle Zuschauerzahl 16.400. Selski hart gegen Patuka, fährt da den linken Arm aus. Und da gibt es scharfe Worte von Robert Schörgenhofer in Richtung des Kapfenberger Stürmers. Immer wieder hat es diese Duelle zwischen Kozelski und Patuka auch schon vor der Pause gegeben, genauso wie auf der anderen Seite Akoto gegen Meierhofer. Schönberger mit dem Pass zurück auf Martin Eisel. Patoka diesmal gegen Senschak. Kozelski erwischt den Ball noch, aber Dober setzt entscheidend nach. Hofmann. Jelavic. Kavlak, rechts geht Steffen Hofmann, der bekommt den Ball aber nicht. Steffen Hofmann zuletzt am Ball gewesen, deshalb gibt es jetzt Einwurf für die Kapfenberger. Thank you.
Foul an Hofmann. Deshalb unterbindet hier Schergenhofer vielleicht die Möglichkeit für Rapid auf einen Konter. Und er nimmt sich da den Ball mit der Hand mit. Das Defensivverhalten von Willi Kablak war da nicht unbedingt vorbildhaft. Akoto gegen Meierhofer. Immer wieder dieses Duell. Stark gemacht, Kulowitz. Meierhofer geht, aber der Ball ist etwas zu lange. Aber endlich ein schnelles Kombinationsspiel der Rapidler. Und dann der Pass von Kulowitz auf Meierhofer, genau im richtigen Moment, aber etwas zu stark. Akoto etwas zu weit von ihm weg. Und deshalb kommt der Rapidstürmer hier allerdings mit seinem Schwächeren, mit dem linken Fuß, zum Schuss. Eigentlich zum ersten Mal in dieser Partie, dass Akoto hier nicht Meierhofer sofort attackieren konnte, dass er 2-3 Meter entfernt stand. Gestoppt von Chaboga, Katzer, Hofmann. Meierhofer, Akoto war wieder ganz nah dran. Siegel hat da gezögert. Deshalb Rapid wieder im Ballbesitz. Hofmann auf Kulowitz, kein Abseits, das ist die Chance auf das 2:0. Patrick Osojnik kommt dann noch an den Ball, weil Stefan Kulowitz hier viel zu lang gezögert hat. Kein Abseits von Kulowitz. Er braucht einfach zu lange, um den Ball unter Kontrolle zu bringen, um Tempo aufzunehmen. Und dann geht der Ball 2-3 Meter am Tor vorbei. Wird man deutlich gesehen, Kulowitz war auch zuletzt der Ball und deshalb gibt es auch keinen Eckball, sondern Abstoß. Und Tore schießen, das ist nicht unbedingt die Sache von Stefan Kulowitz. Heute sein 112. Bundesligaspiel. Hält erst 2 Bundesliga-Toren. Eines hat er mal im Derby erzielt, herrliches Weitschuss-Tor, genau ins Kreuzeck, und ein anderes in Bregenz. Das gehörte allerdings zu 80% dem damals noch sehr schlanken und lauffreudigen Andi Herzog. Von Meierhofer angeschlagen nach diesem Kopfballduell, aber er rappelt sich schon wieder auf.
Minute 53, Werner Gregoritsch taust zum zweiten Mal. David Senčar wird rausgehen und das bedeutet, er bringt einen zweiten echten Stürmer, nämlich Pero Peric, den Kroaten, der in der Vorwoche gegen Salzburg sein Debüt in der Bundesliga gegeben hat, wird in Kürze kommen. Läuft weiter über Lindl. Noch einmal die Möglichkeit für David Senčar, sich in Szene zu setzen. Lienhardt, aber der Pass auf Taboga kommt nicht an. Diesmal Veli Kablak auch defensiv stark. Kablak zeigt an, Taboga sei da noch am Ball gewesen. Aber es gibt Einwurf für die Kapfenberger. Schaut doch einmal ganz genau hin. Hier Kablak schießt. Der Boga fälscht vielleicht noch nicht ab. Ich denke, der Assistent wird es ganz genau gesehen haben. Und jetzt kommt es zum angekündigten Wechsel. David Senčar raus aus der Partie. Der hat 4 der 6 Kapfenberger Torschüsse vorbereitet, aber nur 28% seiner Zweikämpfe gewonnen. Für ihn jetzt also Pero Pejic in der Partie, in der wäre beinahe nach diesem weiten Einwurf von Dominik Taboga schon an den Ball gekommen. Akoto verlängert, aber der Ball dann am Tor vorbei. Muss den Ball zurückspielen, weil er da von 3 Kapfenbergern gepresst wurde. Und Koch schießt den Ball dann ins Out, weil Arno Kozelski herangebraust kam. Page gegen Tokic. Aber der kann den Ball nicht kontrollieren. Steffen Hofmann, immer dann, wenn er am Ball ist, dann wird es gefährlich. Kein Abseits von Jelavic. Aber dem springt der Ball hier einfach weg. Diesmal ist er im Abseits. Zumindest hat das Egon Perreuter angezeigt. Jetzt Jelavic, ganz deutlich, 1-2 Meter, der Rapidstürmer vorne. Klare Sicht heute auf und für Peter Bakult. Hat zumindest eine frische Gesichtsfarbe bekommen auf der Ferieninsel Zypern, auf der sich seine Spieler leider auch 90 Minuten lang ausgeruht haben. Auch schon Werner Gregoritsch die ersten 2 Kämpfe, verlässt auch hin und wieder seine Coaching-Zone.
Mario Tokic mit diesem Foul. Und aufgepasst, Georg Koch, auf diesen Freistoß von Andreas Lienhardt. Stefan Mayrhofer geht da jetzt auf Nummer sicher. Und dann irritiert der Taboga Lienhardt. Mayrhofer gegen Pejic und dann zwei Kapfenberger aus dem Hinterhalt. Gegen Jelavic, kein Foul. Siegel. Kozelski verlängert auf Pejic, Foul von Tokic. Patrick Osojnik angeschlagen nach dem Duell mit Nikica Jelavic. Aber den Freistoß gibt es für die Kapfenberger weit in der Rapid-Spielhälfte. Patrick Osojnik steht schon wieder, ist aber sichtlich ramponiert. Eine Torentfernung für die Kapfenberger, gut und gerne 30 Meter. Michael Lindl in die Mauer und da geht jetzt ein Rapidler K.O., es ist Andi Dober. Wird das Spiel jetzt immer wieder unterbrochen, da müssen immer wieder einige behandelt werden und hier sieht man, dass Patrick Osojnik den Ball ins Gesicht bekommt. Dober bekommt ihn ganz woanders hin. In die Bauchgegend. Überall angeschlagene Spieler. Andi Dober muss jetzt natürlich auch raus. Patrick Osojnik wird da vor der Kapfenberger Bank behandelt. Auch Mario Tokic ist angeschlagen. Und Dominik Taboga mit diesem weiten Einwurf. Endlich wird hier wieder Fußball gespielt. Felfanek im Laufduell mit Hofmann. Einwurf Rapid. Rapid ist wieder komplett. Andi Dober führt gleich diesen Einwurf aus. Die Kapfenberger im Moment nur zu 10. Foul von Siegel Jan Hofmann, Freistoß Rapid. Und jetzt kommt auch Patrick Osojnik, der linke Verteidiger der Kapfenberger, zurück aufs Spielfeld. Natürlich ausgeführt von Steffen Hofmann. Mayrhofer, Tor! Ich glaube, es war Markus Katz, aber der Treffer zählt nicht. Abseitsstellung von Markus Katzer. Hier kommt der Ball von Hofmann. Katz
Grazer war nicht im Abseits, wenn ich das richtig sehe. Meierhofer war im Abseits, aber nicht Markus Grazer. Regulärer Treffer eigentlich für Rapid. Dieses Tor hätte zählen müssen. Meierhofer war vielleicht ganz knapp vorne, aber Markus Grazer war hier nie und nimmer Abseits. Tut mir leid, Fehlentscheidung. Kapfenberger begünstigt von dieser Entscheidung und jetzt beinahe mit der Kontermöglichkeit, aber jetzt Abseitsstellung auf der anderen Seite. Schauen wir, ob Mario Strudel jetzt im Gegensatz zu Egon Boyer davor richtig entschieden hat. Hier deutlich zu sehen, Meierhofer vielleicht ganz hauchdünn vorne, aber spielt ja keine Rolle. Der hat nicht ins Spiel eingegriffen, sondern Markus Grazer. Und dem wird hier sein 22. Bundesliga-Treffer verwehrt. War eigentlich ein tolles Kopfballtor von Markus Grazer. Da sieht man, dass der irgendwann einmal einen Trainer gehabt haben muss, der ihm das gezeigt hat. Felfernig auf Osoenig. Gutes Zweifelverhalten von Mario Tokic, der da rausgestochen ist. Selski auf Bejic. Doba hat aufgepasst. Rapid ist spielbestimmend. Auch die torgefährlichere Mannschaft. Nicht nur wegen dieses zu Unrecht aberkannten Kopfballtreffers von Markus Grazer. Aber nach wie vor steht es eben nur 1:0. Für die Grün-Weißen und damit die Kapfenberger nach wie vor mit der großen Chance in den letzten 25 plus ein paar Minuten noch in dieses Spiel zurückzukommen. Hofmann auf Grazer. Lindl gegen Kulowitz. Dann Patuka für Bejic. Robert Schergenhofer zeigt den nächsten Wechsel an und jetzt kommt zum Debüt. Christopher Drazan, Jahrgang 1990, kommt zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz für Rapid und er ersetzt Nikica Jelavic, der einen Torschuss aufzuweisen hatte und aus diesem einen Torschuss hätte eigentlich Rapid in Minute 5 in Führung bringen müssen. Christopher Drazan hat gestern mit den Amateuren in der ersten Runde der Regionalliga Ost gespielt und das exzellent. 4:1 Heimsieg gegen Amstetten. Er hat 3 Tore vorbereitet und jetzt darf er also auch in der Kampfmannschaft mitmachen. Georg Koch wieder mal mit Schwierigkeiten. Gut, der Schuss war scharf, aber wieder unorthodox diese Faustabwehr. Säunig auf Lindl. Und dann bereinigt
Mario Tokic die Situation. Erster Ballkontakt, Christopher Drazan in der Bundesliga leider misslungen. Leichte Anlaufschwierigkeiten, vielleicht auf Gründen von Nervosität. Apropos Nervosität, nervös wirkt heute nach wie vor Georg Koch, auch bei diesem Schuss von Patrick Osojnik. Aber vielleicht ist das diese Verunsicherung bei Rapid, die man spürt im gesamten Verein nach diesem peinlichen Auftritt am vergangenen Mittwoch auf Zypern. Thomas Schönberger zuletzt am Ball gewesen, deshalb gibt es jetzt den nächsten Eckball für Rapid. Den insgesamt sechsten. Applaus von den 16.400 Zuschauern im Anapi-Stadion. Alles rechnet natürlich mit der Flanke. Hoffmann spielt den Ball zurück aus gut 20 Metern. Feli Kavlak zieht ab. Leicht abgefälscht, glaube ich, dieser Ball. Und deshalb keine Abwehrmöglichkeit für Martin Eisen. Hier der Schuss von Kavlak. Und den fälscht ein Kapfenberg ab. Ich denke, Dominik Tapoga war es. Erster Saisontreffer für Veli Kavlak, der zu Beginn dieser Saison noch angeschlagen war. Insgesamt 8er Bundesliga-Treffer und das im 75. Spiel. Das war bereits das vierte Weitschuss-Gegentor von Kapfenberg. Und das bedeutet, 20 Minuten vor dem Ende Rapid wohl zumindest bis morgen Tabellenführer. Der nächste Angeschlagene ist Michael Lindl. Und auf Seiten von Rapid hat Stefan Meyerhofer erwischt. Nach wie vor ein kampfbetontes Spiel, das von vielen Zweikämpfen geprägt ist. Michael Lindl angeschlagen, deshalb wartet Werner Gregoritsch jetzt offensichtlich mit dem nächsten Wechsel, denn der spielende Manager hat sich schon bereit gemacht. Herbert Mucki-Wieger wird in Kürze kommen. Und damit hat der Kapfenberg-Coach dann sein Austauschkontingent erschöpft. Hier zeigt es an, er wartet noch, ob Lindl weitermachen kann. Ich denke, geplant wäre wohl der Wechsel gewesen, Wieger für Kozelski. Aber jetzt muss Gregoritsch noch abwarten. Heiter Ausschuss von Georg Koch, Thomas Schönberger und Dominik Tapoga, aber ganz sicher, Kulowitz. Hofmann, herrlich rübergespielt von Christopher Drazan. Und Stefan Meyerhofer macht wirklich alles klar. Christopher Drazan mit seinem vierten Assist an diesem Wochenende. Gestern drei bei den Amateuren und heute bereitet er diesen Treffer von Stefan Meyerhofer wirklich mustergültig vor. Völlig selbstlos. Hat er die Chance, gleich in seinem ersten Bundesligaspiel sein erstes Tor zu erzielen, nach diesem herrlichen Pass von Steffen Hofmann. Aber er sucht nicht den Abschluss, legt den Ball quer. Die Kapfenberger Abwehr wirklich sehr gut ausgespielt von Hofmann, Drazan und Meyerhofer. War ein ähnliches Tor für Stefan Meyerhofer wie in der Vorwoche in Mattersburg. Ganz frei aus 60 Metern den Ball
ins leere Tor gerollt. Und jetzt passt auch das Ergebnis bei Rapid, auch wenn die Leistung über weite Strecken heute nicht gestimmt hat. 3:0 gegen Kapfenberg. Naja, vielleicht wird es ja doch was mit dem zumindest 3:0 gegen Famagusta am kommenden Mittwoch, um eine Verlängerung zu erzwingen. Hoffentlich kommt Rapid rechtzeitig für das Rückspiel so richtig in Form. Kapfenberger, die können jetzt zu Recht ihren Chancen aus der ersten Spielhälfte nachweinen. Als etwa Dominik Taboga die Chance hatte auf den Ausgleich. Als Anna Kozelski ebenso die Chance auf das 1:1 hatte. Georg Koch zwickt im Kreuz. Ferndiagnose von mir. Michias Nerv, nachdem er angezeigt hat, der zieht sich was in den Oberschenkel runter. Aber Benno Zivko ist im Gegensatz zu mir studierter Mediziner und der wird schon wissen, was zu tun ist. Ersatztormann bei Rapid ist heute jedenfalls Helmut Hedl. Dritter und letzter Wechsel bei den Kapfenbergern. Michael Lindl kann nicht mehr weitermachen, deshalb durfte jetzt auch Herbert Wieger nicht ins Spiel. Deshalb hat Werner Gregoritsch jetzt umdisponiert und eben Stefan Erking, einen defensiven Mittelfeldspieler, gebracht. Und bei Rapid wärmt sich jetzt der Ersatzgoalie auf, Raimund Hedl. Bekommt ein Aufwärmtrikot von Hannes Eder. Zweimal hat Peter Backholt schon gewechselt. Einmal, pardon. Nur Christopher Drazan ist gekommen. Foul von Kozelski. Deshalb kommt der Ball jetzt über Umwegen, über Markus Platzer zu Georg Koch. Christopher Drazan gegen Erika Kotto. Der geht da sehr hart in diesen Zweikampf mit dem Debütanten. Aber der Ball war dabei und deshalb gibt es keine gelbe, sondern nur Freistoß für Rapid. Gregoritsch kann sich beruhigt neben seinem Co-Trainer Manfred Unger hinsetzen. Da gibt es heute nichts mehr zu holen für den Aufsteiger. Wieder Hofmann zurückgespielt den Ball, diesmal auf Christopher Drazan. Dieser Christopher Drazan, dem wird ja von vielen eine große Karriere vorausgesagt, ein technisch
sehr versierter Fußballer. Im Admira-Nachwuchs groß geworden. Dann vor 2 Jahren zu Rapid gekommen. Und heute eben mit seinem ersten Einsatz in der Bundesliga. Im Gegensatz zu seinem Vater, zu Fritz Drazan, hat er sich also nicht für eine Karriere bei den Violetten, sondern bei den Grünen entschieden. Georg Koch kann jetzt auch die Abstöße nicht mehr selbst ausführen, das erledigt jetzt Jürgen Patoka. Vor allem vor der Pause darf man bei Georg Koch auch nicht auf dieses Zwicken im Rücken zurückführen, bei allem Respekt. Wenn er spielt, dann muss er so fit sein, wie fit man eben sein muss als Torwart. Es gibt keinen Freistoß, nur Einwurf für die Kapfenberger. Gegen Patoka. Kozelski setzt nach. Immer noch Arno Kozelski. Zweite gute Möglichkeit für den Kapfenberger Stürmer. Zunächst setzt sich Bejic hier durch. Dann Tokic und Katzer gegen Kozelski. Und der Schuss von Kozelski dann doch gut einen Meter über das Rapid-Tor. So, jetzt der zweite Wechsel bei Rapid. Christian Thomhofer kommt neu ins Spiel anstelle von Andreas Dober. Übernimmt natürlich auch die Position von Dober rechts in der Viererkette. Diese Position hatte Thomhofer ja auch in Mattersburg in der Vorwoche inne. Jener Christian Thomhofer, den Peter Packl, der mal vor 1,5 Wochen sehr früh bei einem Training in die Kabine geschickt hat, dann hat er lange nicht gespielt. Auf einmal ist er gegen Mattersburg aufgeboten worden. Auf Zypern war er wieder nicht im Einsatz und jetzt darf er die Schlussphase mitmachen. Und hier ist er erstmals am Ball gewesen. Drazan auf Meierhofer, Akoto dazwischen. Aber schon wieder die Rapidler, wieder Drazan im Laufduell mit Akoto, der spielt den Ball. Dann holt sich die Kugel von Dominik Taboga zurück und holt dann einen Eckball heraus. Also bisher wirklich sensationelles Debüt von Christopher Drazan. Ist ein Linksfuß, also vielleicht wird er der neue Ümit Korkmaz bei den Grün-Weißen. Den kannte vor 2 Jahren auch noch niemand. Eckball Steffen Hofmann. Selbst für Stefan Meierhofer viel zu hoch.
Siegel mit dem Mutter der Verzweiflung genau auf Georg Koch und diesmal hat er sicher abgewehrt. Kontermöglichkeit, Hoffmann wollte da Drahtzahn einsetzen. Etwas zu steil der Ball für Markus Felfernick. Einmal der stramme Schuss von Siegel. Und in diesem Fall die sichere Abwehr von Georg Koch, denn diesen Ball zu fangen, das wäre etwas vermessen, das zu verlangen. Die dritte gelbe Karte im Spiel. Für einen Kapfenberger. Das war Erkinger und nicht Linhardt. Bei der Kakoto war es ganz sicher nicht. Nächstes Foul an Kavlak, diesmal von Dominik Tabuga. Bonhofer auf Drahtzahn. Hoffmann wieder Drahtzahn. Schussmöglichkeit für ihn und dann verhindert Martin Eisel zwar den Treffer von Drahtzahn. Aber nicht jenen von Stefan Meyerhofer, aber auch dieser Treffer zählt nicht. Zum zweiten Mal ein Rapid-Tor wegen Abseits aberkannt. Egon Bereuter hatte wieder die Fahne oben. Hier der Schuss von Drahtzahn. Und bei diesem Schuss war Stefan Meyerhofer nie und nimmer Abseits. Eisel mit den Fingerspitzen dran und dann Meyerhofer mit dem vermeintlichen 4:0 für Rapid. Eigentlich stünd schon 5:0 für Rapid, auch das Tor von Markus Katzer war korrekt und auch jenes hier von Stefan Meyerhofer. Also Assistent Egon Bereuter hat heute nicht seinen besten Tag erwischt. Aber auch ohne diese beiden Treffer von Katzer und Meyerhofer steuert Rapid mittlerweile einen ganz sicheren Sieg entgegen. Und damit hält die tolle Rapid-Heimserie Rapid das heutige Spiel bereits mit eingerechnet seit 9 Heimpartien ungeschlagen. Peter Backholt holt jetzt Christopher Drahtzahn zu sich, um ihm etwas mitzuteilen. Drahtzahn offensichtlich leicht angeschlagen am rechten Fuß. Also eines scheint mittlerweile klar zu sein, Georg Koch wird auf alle Fälle durchhalten. Raimund Hedl hat seine Aufwärmübungen auch schon eingestellt.
Helfeneck mit beiden Beinen gestreckt gegen Hofmann. Deshalb Freistoß für Rapid und Peter Parkholt bringt jetzt in Kürze Hannes Eder. Und aus der Partie geht Markus Katzer. 88. Minute für Markus Katzer ist die Partie also zu Ende. Er hat ein Tor erzielt, das leider nicht anerkannt wurde. Aber er hat sich wesentlich verbessert gezeigt. Er hat fast 80% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und hatte nach Steffen Hofmann jetzt bis zu seiner Auswechslung die meisten Ballkontakte bei Rapid. Vor allem in der ersten Spielhälfte. Wenn es bei Rapid gefährlich war, dann war er daran beteiligt, wenn es über links ging, über ihn und über Kavler. Der ist also Hannes Ehner neu im Spiel und der hat auch die Position in der Viererkette übernommen, allerdings rechts. Und Christian Thonhofer ist jetzt auf links gewechselt. Ja, erster Ballkontakt Ehner. Und Akuto klärt die Situation. Wieder viel Platz für Steffen Hofmann. Draht an ihm abseits. Diesmal richtige Entscheidung des Schiedsrichter Trios. In diesem Moment ist die reguläre Spielzeit zu Ende. Es gibt 3 Minuten Anschlag. Patrick Siegel, der defensive Mittelfeldspieler der Kapfenberg aus Tschechien, wird es wohl noch einmal mit einem Direktschuss versuchen. Kein Direktschuss und deshalb schaut zumindest ein Eckball raus. Der dritte Corner für die Kapfenberger. Der erste nach dem Seitenwechsel. Also Mario Tokic und Gero Peric, die schenken einander da überhaupt nichts. Die beiden immer wieder im Infight. Eckball Lina hat aber schlecht geschossen. Die Hälfte der Nachspielzeit ist schon vorbei. Weiter Einwurf der Boga. Page verlängert. Und da ist das Ehrentor. Erkinger mit dem Tor für die Kapfenberger. Weiter Einwurf von Taboga, Page verlängert. Und dann ist es Stefan Erkinger, der mit diesem Kopfball genau ins Eck trifft, setzt sich da im Duell mit Kulowitz durch. Und Georg Koch ohne Abwehrmöglichkeit. Erstes Bundesligator natürlich auch für Stefan Erkinger.
Damit also doch noch ein Tor für die Mannschaft von Werner Gregoritsch. Die einige Chancen hatte, vor allem in der ersten Spielhälfte. Erinnern Sie sich an die Möglichkeit für Taboga, an jene von Kozelski und an den Stangenschuss von Linhardt, von dem sich Dirk Koch fast überraschen hat lassen. Der letzte Torschuss in dieser Partie, vielleicht abgegeben von Steffen Hofmann. Es gibt noch einen Eckball für die Grün-Weißen. Kavlak. Bokic noch einmal. Und jetzt ist diese Partie vorbei, schlägt Kapfenberg mit 3:1. Peter Backholt kann mit dem Ergebnis über weite Strecken auch mit der Leistung zufrieden sein. Vor allem in der zweiten Spielhälfte mit Sicherheit mit dem Debüt von Christopher Drazan. Hofmann, Kavlak und Meierhofer stellten auf 3:0 für Rapid in der Nachspielzeit dann das Ehrentor für die Kapfenberger durch Stefan Erkinger. Und er war für mich der Mann des Spiels. Steffen Hofmann stark verbessert, an fast allen gefährlichen Aktionen des Meisters beteiligt. Er hatte natürlich die meisten Ballkontakte in diesem Spiel. 95, hat ein Tor erzielt und ein Tor vorbereitet. Aber auch Werner Gregoritsch kann über weite Strecken zufrieden sein, vor allem mit der ersten Spielhälfte seiner Mannschaft. Da war der Ausgleich drin für die Kapfenberger. Am Ende hat Rapid aber ganz deutlich und auch verdient gewonnen. Und die Kapfenberger konnten auch mit Hilfe von Schiedsrichterassistent Egon Bereuter das Ergebnis noch in Grenzen halten, denn die beiden Treffer der Rapidler, die aberkannt wurden von Katzer und von Meierhofer, die hätten zählen müssen. Und so hätte es ein deutliches 5:1 für Rapid gegeben. So gibt es ein 3:1. Ja, 3:1 für Rapid. Andi Lienhardt, eine Partie, die man auf unterschiedliche Arten und Weisen sehen kann. Jetzt wäre ja für Kapfenberg auch was drinnen gewesen. Ich erinnere an den Lattenschuss von Ihnen in Minute 10. Was hat man sich denn in diesen Szenen ausgerechnet? Naja, ich glaube, wir wollten aggressiv in das Spiel gehen und haben uns eigentlich viel erwartet, weil die Kärntner haben auch schon gesagt, dass sie da gewinnen können und das hätten wir auch machen können, aber sie waren uns heute in alle Belangen überlegen und sie haben verdient gewonnen. Woran ist man denn letztlich gescheitert? War man, ganz banal gesagt, zu grün hinter den Ohren? Ja, ich glaube, wir müssen noch viel lernen. Gerade in solchen Stadien wie da im Hanapi gegen Rapid ist es eine Lernphase für uns. Und mit jedem Spiel kommt man besser rein und werden wir sehen. Sie sprechen von einer Lernphase. Was nimmt man denn ganz konkret heute mit? Naja, Rapid hat probiert, den Ball zu halten und Fußball zu spielen. Wir sind nur hinterhergerannt, waren immer einen Schritt spät und das merkt man dann. Was glauben Sie, wird der Trainer sagen? Keine Ahnung, aber wir waren nicht gut. Dankeschön. Also harte Worte von Andreas Lienhardt. In der ersten Spielhälfte waren die Kapfenberger gar nicht schlecht. In der zweiten Spielhälfte hat sich einfach die Klasse von Rapid auch völlig verdient durchgesetzt. Da gibt es überhaupt nichts daran zu rütteln. Aber schauen Sie mal auf die Torschüsse. 14 Mal haben die Steirer aufs Tor geschossen. 5 davon sind auch wirklich aufs Tor von Georg Koch gekommen. Zum Unterschied 13 Torschüsse bei Rapid. Aber die Effizienz war natürlich auf Seiten des Meisters. Mehr Fouls bei den Kapfenbergern, das war zu erwarten. Rapid hat dann mit Sicherheit das Spiel auch kontrolliert über weite Strecken, hatte mehr Ballbesitz und hat auch mehr Zweikämpfe gewonnen. Aber es gab auch einige Unsicherheiten bei Rapid, auch beim Goalie, bei Georg Koch. Der stellt sich jetzt, Matthias Volkmann. Letztlich ist es ein ganz deutlicher Sieg geworden, aber Georg Koch, phasenweise hatte man den Eindruck, dass man auch ein bisschen mit Unsicherheiten zu kämpfen hat. Können Sie das bestätigen? Ich denke, dass wir die ersten 20 Minuten das umsetzen wollten, was wir uns vorgenommen haben. Das heißt, die Leidenschaft, die Laufbereitschaft reinzubringen, das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und dann ist natürlich klar, wir haben jetzt auch einige Spiele in den Knochen und wir wissen auch, was am Mittwoch, dass wir die Kraft brauchen. Vielleicht müssen wir Mittwoch 120 Minuten gehen. Aber im Endeffekt muss ich sagen, heute die Mannschaft hat alles abgerufen. Ich glaube, 2 Tore, 3 noch aberkannt, die normal Tore waren. Hier gewinnen wir 5:1. Möchte ich Ihnen nicht widersprechen bei den Toren.
Ich sage so, wir haben heute Charakter bewiesen. Ich habe im Vorfeld schon gesagt, wir haben einen ganz feinen Charakter in der Mannschaft. Die hat es heute gezeigt. Wir haben zu Recht auch Kritik bekommen, ganz klar, was wir abgeliefert haben in Famagusta. Aber ich glaube, dass wir auch gezeigt haben heute, dass wir mit uns nochmal zu rechnen ist. Raimund Hedl, der hat aufgewärmt. Es hat kurzzeitig so ausgesehen, als würde der Ersatz-Goli kommen. Was war los? Ich habe den Flug noch von Famagusta, den sitzt noch hinten in meinem Rücken. Und habe die Woche schon richtig Probleme gehabt, also ich 2 Tage. Und wird sich das auswachsen oder reicht da jetzt mal eine Rückenmassage? Muss meine Frau fragen, die wird einen guten Mittel haben heute Abend noch. Jetzt könnte man sagen, man hat Kapfenberg den Aufsteiger weggeräumt, aber jetzt ganz ehrlich, wie sehr hat man doch geschwitzt, bevor man in diese doch Wiedergutmachungspartie reingegangen ist? Wir haben nicht geschwitzt. Also, ich glaube, dass die Mannschaft das ganz gut einschätzen konnte, was sie selber abgerufen hat. Wie so eine Leistung jetzt in Famagusta. Wir haben davor Kärnten geschlagen, wir haben Mattersburg geschlagen und haben mit zu Hause gewonnen. Ich glaube, wir haben 10 Punkte geholt. Und das ist in Ordnung. Wir können sprechen über die Leistung von Famagusta. Das müssen wir, das haben wir. Und da haben wir auch zu Recht Kritik bekommen aus allen Seiten, aber auch zu Recht. Aber wir können Reaktion zeigen und die werden wir Mittwoch zeigen, hoffe ich. Und auch gegen Famagusta können wir 3 Tore schießen. Ein Wort noch zu Ihrer Leistung. Restlos zufrieden? Nee. Danke. Ja, Georg Koch ist nicht zufrieden, er hat nicht geschwitzt, genauso wie seine Rapidler schwitzen, wird jetzt wahrscheinlich Frau Koch, auf die kommt einige Arbeit zu in den kommenden Tagen. Rapid gewinnt also letztlich ganz deutlich mit 3:1, der Sieg hätte noch deutlicher ausfallen müssen, ein 5:1 würde reichen gegen Famagusta am Mittwoch, aber wer weiß, wer am kommenden Mittwoch hier im Hanapi-Stadion Schiedsrichterassistent ist. Alles Weitere zu dieser Partie jetzt gleich bei Martin Konrad und Hans Kamm. So erleichtert ist der Rapid-Trainer Peter Parkholt nach 3 Treffern nach dem heutigen Sieg und so ernüchternd reagiert und erkennt Werner Gregoritsch heute die Aussichtslosigkeit seiner Mannschaft, vor allem in Hälfte 2. Am Ende also ein klarer, der höchste Saisonsieg von Rapid, der 3. in Serie. Und Hans Kranke, Gratulation, Sie haben es in der Pause vorausgesagt. Ja, es findet ist oft statt. Nein, ist nicht normal. Das erlebt man nicht. Das ist auch nicht so schwer. Oft findet das statt, manchmal nicht. Heute hat es so stattgefunden. Es war 3:1, es hätte können höher sein, wie wir gesehen haben und gehört haben. Der Sieg geht in Ordnung. Die Mannschaft hat sich so präsentiert, wie es sich gehört. Rapid zu Hause mit so einem Publikum ist immer so ein Spiel möglich. Und das Wichtigste, wenn man heute schon abhackt, wenn er dazu kommen, ist der Mittwoch und das ist das Wichtigste, da muss man viel mehr aufholen. Ja, 3:1 Sieg also von Rapid heute gegen Kapfenberg. Wir wollen uns die Tore ansehen. Das 1:0 in einer durchaus turbulenten ersten Spielhälfte, wo es auf beiden Seiten große Tormöglichkeiten gegeben hat durch Steffen Hofmann. 15. Minute, wir haben schon in der Pause angesprochen, spät, schlecht attackiert und auch der Schuss nicht unhaltbar des Rapid-Kapitäns. Dem ist nichts hinzuzufügen. Kurz und bündig Hans Krankl in seiner Analyse, aber nochmal Siegel, eher Begleitschutz und Martin Eisel bei diesem nassen Boden, bei diesem Schuss von Hofmann, alles andere als sattelfest. Mit der Führung im Rücken, Rapid in Hälfte 2 wesentlich besser, ich glaube, das kann man festhalten. Zweite Spielhälfte war deutlich Rapid in der Überlegenheit. Ja, Rapid hat auf das zweite Tor gespielt, so wie ich es erwartet habe und das war dann auch der Fall. Ja, wir haben schon eine Möglichkeit von Rapid in der 51. Minute. Durch Kulowitz, da hätte es also schon früher ein zweites Tor geben können. Nicht im Abseits, nimmt den Ball gut an, aber Goalgetter war er nie und wird er wohl auch nie werden. Ja, na leider, das sieht man hier deutlich an dieser Aktion. Der Kulo ist ein herrlicher Kämpfer, sehr guter defensiver Mittelfeldspieler, aber da hat er Probleme. Der gegnerische 16er ist für ihn halt sehr, sehr, sehr viel Ausland. Und da hat er schwer, also das ist nicht seine Stärke. Das Positive, der Zuckerpass von Steffen Hofmann, den wollen wir natürlich festhalten und wollen vor allem dann die 2 Tore auch sehen, die gegolten haben. Zum einen das 2:0, wohl spielentscheidend zu diesem Zeitpunkt, 69. Minute. Dieser kurz abgespielte Freistoß, Corner natürlich und dann Kavlak mit seinem rechten Fuß und abgefälscht von Taboga, ansonsten wäre er wahrscheinlich nicht dorthin gegangen. Erstens eine gute Aktion, weil es sicherlich eintrainiert ist zwischen Hofmann und Kavlak. Gute Aktion, weil der Hofmann den Ball zurückspielt und nicht auf die 2 langen. Das Tor ist dann glücklich, weil er abgefälscht ist und der Tormann chancenlos ist.
das 2:0 und 3 Minuten später dann das dritte Tor von Rapid an diesem Abend, das auch gezählt hat durch Stefan Meierhofer. Sein dritter Saisontreffer, war herausragend natürlich die Vorarbeit. Zum einen Hofmann, wieder ein super Pass auf den eingewechselten 18-jährigen Christopher Drazan, und der macht das, was man von einem 18-Jährigen nicht unbedingt erwarten muss, sieht den Mitspieler. Den habe ich heute zum ersten Mal gesehen, und da muss ich sagen, diese Zeit, wo der Junge gespielt hat, der Burg gefällt mir einmalig. Erfrischend. Erfrischend, und den, so einen Spieler muss man fördern. Das ist nicht seine einzige Szene. Das war klasse. Das ist mit 18 Jahren im Stil eines Klassemanns, sieht er den Meierhofer, der schreibt ihm ins leere Tor. Wunderbar, war nicht seine einzige schöne Aktion. Dieser Junge ist absolut zu beachten. Nicht übertreiben, nicht narrisch machen. Den haben wir zum ersten Mal gesehen, den hat er zum ersten Mal gebraucht. Einige Minuten. Sehr, sehr guter Fußballspieler, der Bub. Ja, insgesamt war er über 20 Minuten im Einsatz. Tolles Debüt von Christopher Drazan. Jetzt wollen wir aber den hören, über den man heute zweifellos sagen kann, er war einer der auffälligsten mit einer klaren Formsteigerung. Steffen Hofmann. Ja, Steffen Hofmann steht jetzt schon seit einiger Zeit bei mir, hat dieses Tor auch gesehen und hat gesagt, super quer gespielt. Nach dem Pass auf Christopher Drazan waren Sie ein bisschen überrascht, dass der Junge hier in dem Hexenkessel noch ein Auge für den Stefan Meierhofer hatte? Ja, ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass er das Tor selber macht. Fritz hat einen sensationellen Schuss, und ich habe eigentlich geglaubt, dass ein Tormann mit ins Tor reinschießt. Aber was er da gemacht hat, war sehr, sehr gut. Und da sieht man auch, dass er ein Spieler ist, der sicher in Zukunft noch uns viel Freude bereiten wird. Dann kommen wir zu Rapid, kommen wir auch zu Ihnen. Das erste Tor, wie viel Spaß hat es Ihnen denn nach diesem Tor gemacht, zu den Fans zu laufen? Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich denke, jeder weiß, wie die Situation war heute vor dem Spiel und dass das nicht ganz so einfach war für uns. Aber ich denke, die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt, und wir haben das gemacht, was wir uns heute vorgenommen haben, und jetzt geht's weiter. Der Georg Koch, ganz cool, hat gesagt, wir haben überhaupt nicht geschwitzt vor der Partie. Wie würden Sie es sagen, waren doch die einen oder anderen Bedenken, was könnte heute alles passieren? Nein, wir sind ins Spiel gegangen wie immer. Wir spielen zu Hause, da wollen wir unsere Spiele alle gewinnen. Und da hat es keine großen Bedenken gegeben, aber die Situation allgemein war nicht so einfach. Wir sind am Donnerstag sehr, sehr spät zurückgekommen, haben noch dazu am Mittwoch ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht, wo wir... Aber jetzt unterbreche ich es, um was Erfreuliches zu sagen. Rapid ist momentan Tabellenführer. Ja, das ist natürlich auch sehr schön. Darüber freuen wir uns. Aber Sie haben schon Famagusta angesprochen. Könnte das ein Name sein, der in derselben Reihe wie Dynamo Dresden oder Rubin Kazan steht? Stichwort Wunder. Ach ja, natürlich wär's schön, wenn wir am Mittwoch aufsteigen können. Wir wissen, dass wir hier im Stadion zu sehr vielem fähig sind. Aber es wird wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Aber wir werden alles dafür tun, dass wir vielleicht doch noch die Chance bekommen, weiterzukommen. Von der Fankulisse heute hat schon gepasst? Ja, das wissen wir, dass wir uns auf unsere Fans verlassen können. Sie sind da, auch wenn es mal nicht so gut läuft, sind sie noch für uns da. Und jetzt wollen wir ihnen so viel wie möglich zurückgeben. Steffen Hofmann, alles Gute für die europäischen Bewerbe. Danke. Ja, und wenn er dann noch etwas mehr Emotion zeigt als im Interviews, so wie zum Beispiel nach seinem 1:0, dann ist am Mittwoch wirklich einiges möglich. Ne? Nein, das ist schon. Steffen Hofmann ist schon ein sehr, sehr guter Fußballer, und das muss man heute sagen. Klare Leistungssteigerung für mich bei Rapid von drei Spielern. Markus Katzer, Steffen Hofmann, Wille Kavlak haben gegenüber der letzten Zeit eine sehr, sehr bessere Leistung gezeigt wie zuletzt. Auf den Punkt gebracht, und Christopher Drazan, wie schon erwähnt, ein positiver Einstand heute vom jungen Spieler von Rapid. Zwei Szenen wollen wir uns noch ansehen, zwei Tore, die nicht gegolten haben, die nicht gewertet wurden, die durchaus kritisch zu hinterfragen sind. Zum einen der Treffer von Markus Katzer. Wir sehen den Freistoßball, und wir sehen, dass Egon Behreuth auf Abseits entschieden hat. Vorne ist möglicherweise Stefan Meierhofer. Katzer kommt dann erst ins Spiel. Und aus dieser Position, Hans Krankl, wäre es eigentlich ein korrektes Tor gewesen. Der Markus Katzer war nicht Abseits. Das Tor war korrekt, aber der Stefan Meierhofer war im Abseits hinter ihm. Ich weiß nicht, ob man das geben muss. Das ist das eine. Und dann sieht man noch die Szene von Drazan, dieser herrliche Schuss, den Eisenloch an die Stange lenkt und Stefan Meierhofer den Ball ins leere Tor befördert. Auch hier am Seitsentscheidung von Schiedsrichter Schörgenhofer, angezeigt natürlich von Assistent Behreuth. Und wir sehen beim Schuss von Drazan Meierhofer kein Abseits. Nicht kein im Abseits. Also absolut kein Abseits.
ein Treffer mindestens, der zweite Katzer eigentlich auch, aber da war es natürlich sehr, sehr eng, die Situation möglicherweise für den Assistenten zu beurteilen. Bei Markus Katzer war die Situation für den Assistenten ganz schwer, weil der Meierhofer wahrscheinlich um ein Hoher im Abseits gestanden ist. Obwohl ich nicht so sicher bin, hier ist die Situation klar, kein Abseits. Und wir begrüßen den Trainer von Rapid, Peter Backholt, bei uns. Gratulation zum 3:1-Sieg. Waren Sie mit der Reaktion der Mannschaft zufrieden? Sind Sie quasi jetzt versöhnt worden heute? Nein, es war das, was eintreffen hat müssen und eintreffen hat sollen. Und die Mannschaft hat das auch so bewerkstelligt, dass wir hier souverän diesen Sieg eingefahren haben. Und das ist eine richtige Reaktion, was man zum Erwarten hat als Trainer. Ja, ein Pflichtsieg, wie Sie auch vorab durchaus gefordert haben. Zweite Hälfte hat Hans Aber deswegen sind wir keine Europacup-Helden, so wie es, glaube ich, Sie heute im Einstand. Ich weiß nicht, glaube, wovon Sie jetzt gesprochen haben. Ja, ich weiß schon, was Sie gesagt haben, dass Kapfenberg gegen die Europa... Aber wollen wir weiterreden über die erste Spielhälfte? Nein, Sie ganz gerne man muss schon ein bisschen auch fair bleiben. Und wenn man dann im Vorspann hört auf einmal und Kapfenberg ist bei den Europacup-Helden, dann weiß ich nicht, ob das nicht... Waren, ja, nein, ob das von Ihnen gehört. Ich versuche es noch einmal, ich versuche eine Frage zu stellen, was Sie zur ersten Spielhälfte sagen. Sonst kommen wir uns sehr schwer herbekommen. Ja, aber es ist trotzdem so, dass ich mich... versucht wird, Interviews zu führen und versuche eine Frage zu stellen. Ja, aber Sie sollten schon auch ein bisschen auch im Vorstehen auch einmal fair sein und nicht Belustigungen machen, weil ich glaube, für uns war es auch kein schöner Tag und wenn dann noch primäre Reporter noch so einen Kommentar aushaut, dann ist das nicht, glaube ich, auch lustig. Zum Spiel zurückkommen. Das ist der Versuch. Ich glaube, da haben wir die Zuseher mehr davon, wenn wir über das Spielende interessiert sind. Ja, Sie wollen immer eine Belustigung haben. Nicht? Wir haben über die erste Spielhälfte mit Hans Krankl gesprochen und da war auch die Frage, wie sehr Sie mit der ersten Spielhälfte zufrieden waren. Denn nach dem 1:0 war es dann doch nicht so, dass Rapid das Spiel derart bestimmt hat. Wie haben Sie das gesehen? Wir haben hier, ich habe schon vorher gesagt, wir haben gewonnen. Der Hans hat es auch richtig gesagt. Das ist das Allerwichtigste, dass du noch an 0-3, Hans war ja dabei einmal, wo man 0-3 auswärts verloren im Europapokal, dass du dann beim nächsten Spiel, das was ja nicht einfach ist, vom eigenen Publikum gewinnst. Das haben wir in einer Art und Weise getan, wo ich jetzt auch auf die Fernsehbilder sehe, dass vielleicht das eine oder andere doch korrekt war. Aber es gleicht sich, ich sage es immer wieder, auch im Jahr aus, weil Premiere beschwert sich ab und zu, dass wir vielleicht oder fragwürdige Elfmeter bekommen. Und heute hat es einmal so gegeben, dass wir heute zwei reguläre Tore gemacht haben, die halt nicht gegolten haben. Aber schlussendlich ist dieser Sieg sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, wir beenden es jetzt, wünschen Ihnen alles Gute am Mittwoch. Das finde ich nett. Hoffentlich klappt es dann bei Rapid am Mittwoch so erfolgreich wie heute. Danke. Werner Gregoritsch ist bereit, der Trainer von Kapfenberg, der heute 1:3 hier im Hanapi-Stadion verloren hat. Ja, und ich glaube, wir sind ein bisschen friedvoller, wie wir da zur Sache gehen. Werner Gregoritsch, wie teuer hat man sich, trotzdem man verloren hat, heute hier im Hanapi-Stadion verkauft? Ja, ich glaube, dass wir uns anständig präsentiert haben. Es war natürlich so, dass wir gewusst haben, oder man hat es auch gesehen, dass Rapid sehr unter Druck steht, sehr aggressiv war. Wir haben auch dementsprechend zwei Verletzte zu beklagen. Wie gesagt, die Mannschaft hat sicher alles gegeben, was möglich ist. Wir haben auch die eine oder andere gute Möglichkeit gehabt. Aber schlussendlich muss man sagen, sind wir an unserer fehlenden Routine hier gescheitert. Und man muss sich dann dem Gegner auch dann gratulieren. Gerade eine Mannschaft, die dann, wenn sie Druck hat, dann ihre Qualität ausspielt, die war halt aggressiv, war bissig und gewinnt. Das ist eben so, ich glaube, dass wir da heute wieder ein Lehrspiel gehabt haben. Aber wir haben uns so verkauft, dass wir dagegen gehalten haben. Und von der Seite her kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen. Bevor wir konkret noch weiter über die Partie reden, ein Wort zu den Verletzungen. Andi Rauscher, das hat ganz böse ausgesehen, ist auch kurz weg gewesen. Wie geht es ihm mittlerweile? Ja, hat zum Teil also dann seine Gliedmaßen nicht gespürt. Er hat nämlich schon ein Problem gehabt mit dem Wirbel in der Vorbereitungszeit mit der Bandscheibe. Ich hoffe, es ist nichts Ärgeres. Und der Lindl-Michi hat eine Blessur bzw. hat einen geschwollenen Knöchel. Ich hoffe, dass da beim Bandapparat nichts gerissen ist. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass das für die Zukunft keine Auswirkungen hat. Und wie gesagt, man muss heute zur Kenntnis nehmen, dass wir wieder ein Lehrspiel gehabt haben. Dann erstmal gute Besserung an die beiden Verletzten. Ich habe gesagt, über die Partie konkret reden, nämlich das erste Tor in Minute 15. Wir können, wenn Sie wollen, noch gemeinsam draufschauen. Ein Schuss von Steffen Hoffmann, wo der Goalie Martin Eisel nicht besonders glücklich ausgesehen hat, wo aber, muss man sagen, Steffen Hoffmann noch ganz frei zum Schuss gekommen ist. Wie analysieren Sie es denn? Wir haben genau gewusst, dass der Steffen Hoffmann zeitweilig das System von Rapid verändert und aus dem 4-4-2 ein 3-5-2 macht, dass er ins Zentrum geht. Wir haben auch ganz klar dann die Zuordnung gesagt. In der Situation war der Lindl-Michi verantwortlich
das ist nicht passiert. Und dann kommt dann zum Schuss. Und das ist dann das Problem, sage ich nochmal, von fehlender Routine, beziehungsweise was heute natürlich auch auffallend war, wir haben immer den zweiten Schritt gehabt. Ich war nie, sage ich jetzt einmal, beim Antizipieren in der richtigen Situation. Wir haben immer gewartet, wir haben nicht gekämpft, wir haben die Zweikämpfe angenommen. Aber, sage ich mal, zum Fußball gehört es dazu, dass man auch gewisse Dinge vorausahnt. Und das war so eine Situation, die wir auch besprochen haben und auch im Video analysiert haben, wenn wir Rapid angeschaut haben, und das ist heute nicht passiert. Dann bedanke ich mich für eine sehr ausführliche Analyse und viel Glück für die weiteren Aufgaben. Danke, Werner Gregoritsch. Ja, und ein Erfolgserlebnis hat es für Kapfenberg ja heute hier noch gegeben, nämlich den Ehrentreffer durch Stefan Erkinger in der Nachspielzeit dieser Begegnung, das 1:3. Der Einwurf kam von Taboga und dann ist es Erkinger, der sich da durchsetzt. Ergebnis Kosmetik, wie es so schön heißt, aber insgesamt ein Treffer, den sich die Kapfenberger wohl auch aufgrund der ersten Spielhälfte durchaus verdient haben. Ja, aber es ist nur Ergebnis Kosmetik. Man muss ja sagen, der Gregerl wird das auch wieder, er weiß es auch. Es ist halt so, wenn Kapfenberg aufsteigt hier in die Liga, sie haben heute, so wie man sagt, in unserem Jargon, im Fußballer-Jargon, sie haben Lehrgeld gezahlt und das haben sie auch gezahlt. Sie haben nicht schlecht gespielt, sie haben nicht schlecht gekämpft, sie haben teilweise lange Zeit mitgespielt mit Rapid, aber im Endeffekt war dann Rapid, besonders bei den Toren, sehr, sehr überlegen. Hat die Tore gemacht, hätte können noch mehr Tore machen, wenn man sich denkt, es könnte ja der 4 oder 5:1 ausgehen. So haben die Kapfenberger dieses Lehrgeld bezahlt. Was halt passiert, die haben Spieler, die haben noch nie in Hanapi-Stadion gespielt. Aber er hat gesagt, er braucht seinen Spieler keinen Vorwurf machen. Die haben anständig gespielt, die haben anständig gekämpft. Aber sie waren heute deutlich unterlegen und Rapid hat verdient gewonnen. Ja, die Qualität hat sich letztlich durchgesetzt für Kapfenberger. Nächste Woche das Derby zu Hause gegen Sturm und für Rapid schon angesprochen am Mittwoch Champions League Qualifikationsrückspiel und nächste Woche dann in der Meisterschaft in Altach im Einsatz. Die Ergebnisse, die bisher vorliegen in dieser 5. Runde, das sind 2 Begegnungen, die es gegeben hat. Gestern das 3:1 von Mattersburg gegen Altach, heute das 3:1 von Rapid gegen Kapfenberg. Morgen die 3 restlichen Spiele in dieser 5. Runde und deshalb aktuell der Tabellenstand folgendermaßen. Rapid also auf Platz 1, zumindest bis morgen, möglicherweise auch länger. Ganz entscheidend natürlich das Spiel von Salzburg gegen den LASK. Wobei, wenn man die Tordifferenz ansieht, dann muss es morgen einen anderen Tabellenführer geben. Dahinter die Austria, die morgen ebenfalls eine Chance hat, ganz nach vorne zu klettern. Hans Krankl, Sie halten uns weiterhin die Treue. Selbstverständlich. Und sind auch durchaus mit Premiere zufrieden, auch wenn Sie sich in den letzten Minuten ein wenig zurückgehalten haben. Ja, man muss sich ein bisschen zurückhalten, weil es gibt da einige Unstimmigkeiten, aber die werden wieder alle bereinigt. Das gehört zum Fußball dazu. Einmal hoch, einmal drauf, einmal oben, einmal unten. Und man soll nicht